was zuletzt bei One-Night-Stand geschah. Nach einer wilden und verrückten Party, am nächsten Morgen in einem fremden Bett aufgewacht, neben einer fremden Frau. Der beste Freund, wütend und sauer. Doch was ist passiert? Was haben wir gemacht? Der Alkohol hat unseren Verstand einen Streich gespielt. Und wir müssen nun herausfinden, was gestern passiert ist. Oder kurz zusammengefasst. Tja, Bruder, gestern voll die geile Party. Ich hab sogar einen eingelocht. Hoffe ich. Okay, dann lasst uns nun endlich herausfinden, wer diese Frau ist. Und ob wir womöglich vielleicht sogar anfangen müssen zu sparen für unsere zukünftige Familie. Kann ich mich schon irgendwie anziehen? Blablabla, blablabla bla und hier, blablabla bla bla und two. Okay, er zieht sich an. Perfekt, gut. Okay, sie ist wieder drin, sie ist wieder drin. Okay. Hey, how are you holding up? Was meinst du damit jetzt? How? Was? Ich verstehe den Zusammenhang jetzt gar nicht. Yeah, fine. Gut, wenn dich irgendjemand was fragt, was total verwirrend ist, ja, du gehst nicht weiter darauf ein und fragst, wie sie es meint, sondern sagst einfach nur... Yeah. Fine. Fine. Well, I hope this helps. Was denn? Thank, it smells good. Ist das der Kaffee? Wir haben ja letztes Mal sie losgeschickt. Yo, hol der Kaffee. Well, it's not Starbucks, but hopefully it will help shift that hangover. Ich sag ja immer, sobald im Kaffee Milch oder Zucker drin ist, dann ist es sowieso scheißegal, wo er herkommt. Da kann er auch der billigste Kaffee aus dem Aldi sein oder auch der teuerste Kaffee gerade frisch geerntet und in der Zerkleinerungs-Häckslermaschine zerhäckselt sein und gerade frisch gekocht sein. Ist scheißegal. Ja? Aber ich weiß es nicht, ist da jetzt Milch drin? Ist da Zucker drin? Wir probieren einfach mal. Er macht wirklich das Geräusch. Ich meine, das ist einfach nur so. Ja, wir probieren das einfach mal. Und er macht wirklich. Perfekt. Nein! Ich habe den Ton nicht aufgenommen. Nein! Okay, der Ton läuft wieder. Nein! Oh, ihr habt so eine schöne Stelle verpasst. Stellt euch einfach vor, er hat wirklich geschlürft. Fuck, ey! I see you have your jeans there. Wie, ich hab's schon angezogen. Oh yeah, thought I would pick them up. Oder hat er sie jetzt doch nicht angezogen? I see. Was ist los? Wolltest du noch eine Nummer am Morgen schieben? By the way, that's a nice photo. Er meint das Foto auf ihrem Tisch, oder? Das ist ein richtiger Schlingel, der Pisser, ja? Er will jetzt extra darauf ansprechen, so von wegen so heimlich nicht ganz direkt anzusprechen, sondern einfach so, ja, zweideutig hinterhältig anzusprechen, so, ist ein schönes Foto. Damit sie selbst einfach mal sagt, wer auf dem Foto ist. Sag es. That's a picture of me and my dad. Ja! Schlag ein, Leute! Schlag ein! Nein? Okay. I was about 17 when that was... Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass die vielleicht sogar noch zu jung sein könnte und wir vielleicht sogar hier heute Nacht eine illegale Straftat... Eine illegale Straftat? Gibt es eine legale Straftat? Alter, was laber ich? Es hätte wirklich sein können, dass wir heute Nacht eine Straftat begangen haben und mit einem minderjährigen Mädchen geschlafen haben. Aber wenn sie jetzt sagt, das Foto wurde mit 17 geschossen, das heißt, sie ist jetzt definitiv schon über 17. Haben wir schon mal Glück gehabt. I don't think he would be too proud of me if he knew I would met up with a stranger last night. Dein Vater muss nicht wissen, was heute Nacht passiert ist. Auch wenn wir ein paar verrückte Sachen getrieben haben. Ich habe keine Ahnung, was wir heute Nacht getrieben haben. Good thing I don't live with my parents anymore. Das ist ein weiterer Punkt, der mich sehr erfreut. Ich muss jetzt nicht aus dem Zimmer rauskommen und plötzlich kommt ihr Vater mir entgegen und sagt: Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Keggy, mein Name. I should really ask her about last night. She must know something. Ja, frag man. So, that was quite a night, huh? Er versucht schon wieder auf die indirekte Weise zu fragen, was nachts passiert ist. Yeah, it was alright. Hey, hier, es war alright. Weißt du, wen du gerade vor dir hast? Ich bin mehr als nur alright, ja? By the way, thanks. Für was? Huh? Last night I was feeling pretty down. Oh nein. Oh nein. Wir haben jemanden abgeschleppt, der sich vermutlich nur aus Frust abschleppen ließ. Oh nein. I would always brushed off the idea of meeting up with a stranger through a dating app. Aber ich dachte, wir haben uns auf einer Party getroffen. Der Gary hat uns so letztens geschrieben, dass irgendwie eine Party war oder so. And then having the guy bail on me in the middle of the date. Bail? Bürgen, ausschöpfen, sümpfen, Bürgerschaft leisten? Hä? Also im Prinzip, dass ich mich um sie kümmern musste oder was? What an asshole. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Oder wollte sie damit sein, dass sie gekorbt wurde? Wenn jetzt mein
eigentlich gut wäre, dann wäre das... Alter! Okay, I think we can assume that the guy wasn't me. Okay, also hatte sie per Dating-App jemanden getroffen, er hat ihr eine Abfuhr gegeben und sie ist wahrscheinlich daraufhin dann in ihre, auf irgendeine Party gegangen und dort haben wir uns getroffen, oder? I was about ready to jump into a taxi, go home and shut myself in for days. I'm really glad you showed up. Kein Problem. Das ist aber jetzt nichts Festes zwischen uns, oder? You bought me a drink, you listened to me and it cheered me up. Und heute kann ich mich nicht mehr dran erinnern. War gut. Und deshalb ist wahrscheinlich auch Gary sauer, weil wir vermutlich die Freunde im Stich gelassen haben, weil da gerade irgend so ein fremdes Mädchen angelaufen kam. Really? I was in a bar with Gary and a couple of... Hallo, spiel doch mit, du Spast. Punkt, Punkt, Punkt. Huh? You think. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Er hat sich verraten. Ich habe erst jetzt festgestellt, dass er ihr noch gar nicht gesagt hat, dass er ein Blackout hat. Und jetzt, wo er gesagt hat, er denkt, dass er dort mit den und denen war, kommt sie jetzt auf den Gedanken natürlich, dass er vermutlich alles vergessen hat. Oh, shit! Wow, hang on. Do you even remember my name? Das ist die Frage der Fragen. Oh, oh. Oh, my God. Wir haben ein Mädchen getroffen, dem es ziemlich scheiße ging, die ihr ganzes Herz wahrscheinlich uns ausgeschüttet hat, wie scheiße es ihr geht. Wir haben sie abgeschleppt, wir haben mit ihr Sex gehabt und nun haben wir sie komplett vergessen. Alles, sie muss sich gerade richtig dreckig fühlen. Es tut mir leid. So you don't remember anything. What should I say? I do remember. I remember parts. Not really, no. Oh. Also wenn ich sage, ich erinnere mich an etwas, dann wird sie vielleicht jetzt irgendwelche Fragen stellen und dann erst recht herausstellen, dass wir ein dummes Stück Scheiße sind und sie gerade auch noch an Lügen. Aber wenn ich dann ernst bin und sage, nein, ich erinnere mich an gar nichts, dann sind wir vielleicht nur ein halbes Arschloch. What? Really? Ja. You must be pretty confused then. Oh ja! Yeah. Wir haben uns 11 Uhr abends getroffen in der Bar Paradox. Ich hatte ein paar Drinks, aber ich sah nicht betrunken aus. Ich habe ihr ein Getränk gekauft und wir haben uns ein ruhiges Bällchen ausgesucht, um mal zu quatschen. Und am Ende des Abends hatten wir eine Menge Drinks gehabt auf jeden Fall. Taxi kam, wir sprangen beide rein und dann waren wir hier. Gut, dann haben wir ja jetzt alles aufgeholt. Jetzt kann ich sie fragen. Und dann? Komm, wir wollen tiefer ins Detail gehen. Wir wollen wissen, was gestern hier in diesem Zimmer passiert ist. War ich ein wilder Tier? Tiger? Miau! I'm not going to tell you all about that. Fuck. Listen. Oh oh. About last night. Oh oh. Jetzt kommt's. Wir haben die Tüte wirklich drüber bekommen, oder? Going out, meeting a total stranger. Das ist nichts, was ich normalerweise tue. In Wirklichkeit habe ich es noch nie gemacht. Oh, ich bin der Erste. Ich hoffe, ich bin nur der Erste, den du hier mitgebracht hast, aber nicht der Erste. She's never had a One-Night-Stand before. Es ist jetzt nichts verwerflich, als wenn man keinen One-Night-Stand hatte. Es ist alles gut. Ich will das nicht zum Standard werden lassen. Ich meine, du bist immer noch hier. Du bist nicht abgehauen, während ich geschlafen habe oder nicht im Raum war. Und du warst äußerst nett zu mir letzte Nacht. Aber ein Teil in mir sagte, du willst so schnell wie möglich abhauen. Jetzt fühle ich mich ekelhaft. Denn das wollten wir auch. Aber du bist immer noch hier. Ich meine das natürlich im positiven Sinne. Aber wir haben uns letzte Nacht nicht unbedingt gut kennenlernen können. Okay. Okay, jetzt sie will also ein zweites Date starten. Erzähl mir was von dir. Ich liege halbnackt in deinem Bett, hab ein Hangover, möchte einfach nur nach Hause. Wenn wir uns ein bisschen mehr kennenlernen, dann könnte vielleicht das ja etwas anders werden. Wie es aussieht, will sie wirklich mehr aus diesem One-Night-Stand machen. Was soll ich hier über mich erzählen? Meine Hobbys, meine Freunde, meine Persönlichkeit. Wir fangen mal einfach ganz locker und easy an mit Hobbys. Jetzt kommen ein paar Standard-Hobbys der Meisterklasse. Ich mache gerne Sport, gehe an sonnigen Tagen gerne spazieren, treffe mich sehr gerne mit meinen Freunden. Bin voll spontan und verrückt. Ich glaube, das würde ankommen, oder? Was? Ihr geht's schlecht? Sie wurde blass, als ich meinen Mund geöffnet habe. Ey, es ist früher Morgen. Ich bin gerade erst aufgewacht, ja? Meine Zähne sind noch nicht geputzt. Übertreib's nicht. So einen krassen Mundgeruch kann ich doch eigentlich haben. Ich wundere mich, ob ich irgendwas über sie herausfinden kann. Ob sie vielleicht ein psychopathischer Killer ist und im Keller ganz viele tote Menschen sammelt und ihre Haut abschneidet und sie sich als Masken aufsetzt. Naja, okay, vielleicht nicht so drastisch, aber... Wer ist sie überhaupt? Könnte es vielleicht zwischen uns mehr werden? Wollen wir, dass zwischen uns mehr wird? Das finden wir heraus in einer weiteren Folge von One Night Stand! Nur wenn ihr wollt. Wenn ihr keinen Bock habt, dann müssen wir das nicht weiterspielen. Okay? Tschüss! Tja, Bruder! Gestern geile Party! Hab sogar einen abgelocht! Ja, abgeseilt? Alter, ich wollte abgeseilt. Ich wollte abgeseilt und eingelocht. Schau, Bruder, gestern voll die dicke Party. Ich hab sogar einen abgelocht. Wieso abgelocht?